Nochmal das Ganze. Ich weiß nicht. Es ist halt extrem aufwendig. Und vor allem, wir müssen den Kollegen hier jetzt auch noch irgendwie... Danke. Irgendwie an Land bringen. Das könnte sogar das kleinere Übel sein. Einfach einmauern und dann das Boot zerdeppern. Aber wir müssen ihn dann auch noch in unser Minecart kriegen und das Ganze dann schwupps Richtung unsere Base schicken. Und die Kollegen haben jetzt schon Kopfschmerzen bei mir verursacht, wenn ich ehrlich sein darf. Also, ja. Mal gucken. Auf jeden Fall hauen wir das mal raus. Dann werfen wir einen Blick auf die Karte, Gott sei Dank. Das wäre nämlich schon wieder die falsche Richtung gewesen. Und das alles für eine Eisenfarm. Wenn da vorne die Drowned nicht werden, würde ich es glatt riskieren, nochmal zu versuchen, die Sea Lantern abzustauben. Ein wenig hält unsere Silk Touch Pickaxe ja noch. Aber nö, also ohne Rüstung mache ich lieber nicht. Mache ich lieber ganz und gar nicht. Ja, das sieht schon besser aus. Also wir kommen in einer Nacht eigentlich recht gut wieder nach Hause. Es ist jetzt 1.39 Uhr. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir noch vor Sonnenaufgang wieder unten sind. Und wie gesagt, die erste Reise zum Dorf hat ja eine halbe Stunde in etwa gedauert. Wobei man da natürlich nicht vergessen darf, dass wir auch noch abgelenkt waren von den Schildkröten, denen wir gleich noch ein paar Eierchen abgenommen haben. Oh, hier ist auch noch eine Schildkröteninsel. Cool. Daneben. Das ist gut zu wissen. Und wir wollen jetzt... nein, hier nicht hin. Wir sind hier rauf gegangen, hier rüber, hier hin. Okay, von da vorne dann eher Richtung Südwesten. Südosten. Südwesten, ja. Sorry, ich bin heute, ja, etwas verwirrt. Ah, da sind wieder Drowns. Schön. Wie gesagt, ohne Rüstung eine ganz doofe Idee, sich mit den Kollegen anzulegen. Ein Babyskelett. Auch egal. Ja, wir schaffen es echt in unter einer Nacht wieder nach Hause. Das geht, wenn man den Weg erstmal gebaut hat. Und man darf nicht vergessen, dass wir den kompletten Weg jetzt auch schon rauf zu unserem quasi Breeder fertig haben. Ich frage nochmal, vielleicht kommt ja jetzt ein Feedback. Sollen wir es riskieren und wirklich einen zweiten Villager holen? Auch auf die Gefahr hin, dass der eventuell unterwegs das Zeitliche segnen könnte. Und auf die Gefahr hin, dass das, oder auf die Tatsache hin, dass das natürlich etwas dauert. Oder sollen wir den Weg des geringeren Widerstandes gehen und uns ein Spawn-Egg beschaffen? Wie gesagt, die Cheats sind ja auf dem in der Welt grundsätzlich nicht ausgeschalten. Da wollen wir nicht hin, wir wollen da drüben hin. Ich habe mich vom Licht, glaube ich, ablenken lassen. Ich werde jetzt aber sicherheitshalber mal hier an Land gehen und versuchen zu schlafen. Was war das?
Das war ja mehr als knapp. Wow. Habe ich hier direkt neben dem Drowned geparkt. Lustig. Ja. Ich komm. Nein, ich will nicht mit dir handeln. Oh Gott. Ich hab's erst jetzt gesehen, das ist ein Lederbearbeitungstypi, oder? Lass mal gucken. Hä? Oh shit. Ja, fürs Breeden soll's eigentlich egal sein. Aber für unser Village brauchen wir auf jeden Fall einen Nitwit. Denn wir brauchen Farmer. Also er wird vielleicht noch auf Empfängerseite gehen, aber auf jeden Fall brauchen wir Farmer. Gut. Ja, ich bin ganz deiner Meinung, mein Freund. Wir brauchen jetzt erstmal ein paar davon, ein paar hiervon. Und die Lever haben wir hier. Du kannst drauf, du kannst drauf. Hier würde ich noch mal eine goldene Schiene hinlegen. Dann würde ich den großen Erdklumpen mal auspacken. Ja, da kriegt er eine gewischt, ist mir klar. Wie tief geht's denn hier? Ganz schön tief. Aber das soll uns nicht weiter stören. Denn wir werden das Ganze hier ein wenig verkleinern. Geht sich das aus? Nein. Dann gehen wir hier lang. Perfektestens. Das ist schön, dass du jetzt zufrierst. Das spart mir Arbeit. Hier machen wir auch noch zu. Das wird ja schon lästig genug, den Scheißer. Na, was soll denn das? Den Scheißer dann da reinzukriegen. Hier haben wir überall abgedichtet, oder? Ja. Perfekt. Dankeschön. Und dann hätte ich gern ein Minecart. Magst du da vielleicht aus der Ecke rauskommen? So ein bisschen? Hallo? Hallo Minecart? Kann ich ein Minecart auf Eis nicht setzen? Okay. Gehst du dann mal nur kurz? Habe ich schon erwähnt, dass ich es absolut liebe, mit Villagern zu arbeiten. Bevor unser... Nein, das tust du! Ich hasse dich. Ich hasse dich so endlos. Oh Gott. Wo ist mein Boot? Ja, bitte. Verzeihung, aber du Arsch. Oh, ich hasse sie. Schnauze da hinten. Ich hau dir auch gleich eine, ich schwör's dir. Ja, ja. Ist schon gut. Und wo willst du jetzt hin, Herr Klugscheiß? Gott sei Dank. Hier sollten wir vielleicht gleich wieder öffnen.
damit wir in Zukunft wieder rankommen. Den sollten wir gleich wieder wegnehmen, damit keiner entfleuchen kann. Eine Sekunde. Das war mein Hals. Und ich habe jetzt keine 5 Eisen mehr mit, um mir ein zweites Minecart zu bauen, oder? Oh, das heißt, wir werden laufen müssen. Minecart her. Ach bitte. Du willst mich doch. Ja, willst du. Okay, okay, dann machen wir es anders. Heute mal eine Folge, wie sehr kann man Villager hassen. Ich bin gerade auf Level 500. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ehrlich nicht dein Ernst. Ja, perfekt. Und du bist jetzt... Ach, vergessen einzuschalten. Okay, okay, mein Fehler. Gebe ich ja zu. Danke. Ja, steig ja nicht ein. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich möchte, dass er unbedingt aus meinem Sichtbereich verschwindet und despawnt, weil wir sind ja jetzt nur eine knappe Stunde unterwegs, diesen doofen Villager irgendwie zu uns zu bringen. Lauf! Um dein kleines, bescheidenes Leben. Jetzt kriegt er nochmal eine gewischt und ich hoffe, er verstirbt mir dann nicht. Halleluja! Wir haben es wirklich geschafft. Hm. Hallo? Ja? Dankeschön. Soll ich jetzt hier zumachen, damit da nichts reinkommt? Das ist jetzt die große Frage. Ich muss auf jeden Fall mal was futtern. Ansonsten wird es ein bisschen eng. Wir fahren jetzt erstmal wieder rauf. Hm. Tasse leer, hilft nichts. Das heißt, ich muss zum Reservegetränk greifen. Es ist halt jetzt wirklich die Frage, sollen wir uns das antun, den zweiten Villager zu holen? Ich würde sagen, ja, dann haben wir es uns ehrlich verdient. Du solltest stehen bleiben, ich sollte vielleicht auch mein Boot mitnehmen. Danke. Und ab mit uns. Alle hopp. Das geht sich wahrscheinlich gerade so irgendwie aus. Ja. Kriegen wir jetzt genug Schwung? Ja, jetzt könnte es hinhauen. Und einmal noch, komm. Perfektestens. Passt, Küste willkommen. Dafür, dass der kleine Scheißer geflüchtet ist, sind wir eigentlich noch relativ gut davon gekommen. Ich steige aus. Du kannst hier bleiben. DH, das heißt, es ist 17 Uhr und ein paar zerquetschte. Wir starten mal grob unsere Reise los und werden dann irgendwo unterwegs an Land gehen, kurze Pause machen, die Nacht verknacken und
dann weiter schippern. Gut, dann haben wir aber heute zumindest das Mindestmaß mal geschafft, was da wäre, die Villager zu uns zu bringen. Ist ja immerhin schon mal etwas. Warum fahre ich hier immer Richtung Nordosten statt Richtung Nordwesten oder rein Richtung Norden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Da oben werden wir kurz an Land gehen. Zum Schlafen. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Richtung Village. Nichts geht über den gesunden Schlaf. Passt. Es war dann zwar heute mehr oder weniger ein Ressource-Farm-Stream, könnte man fast sagen. Denn die Villager sind ja auch im weitesten Sinn unsere Ressourcen, aber immerhin. Muss ja auch mal sein. Ich hätte gedacht, dass wir eigentlich schneller vorankommen, aber ja, lässt sich ja jetzt wohl nicht ändern. Was war da drüben? Was haben wir hier? Prismarine Crystals, okay. Ist das von unserer Sea Lantern? Ich muss gestehen, das war da überhaupt das erste Mal, dass ich versucht habe, eine Sea Lantern abzubauen. Von dem her, wir müssen weiter Richtung Norden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, genau. Und das war doch die zweite Turtle Island, genau. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir jetzt zwei Turtle Islands, falls wir die zweite noch brauchen. Was war da? Wahrscheinlich ein Delfin oder sowas ähnliches. Das heißt, der Plan wäre jetzt, rauf bis zum Dorf zu gelangen, dann hoffen, dass es schon einigermaßen spät ist, schlafen, Villager schnappen, wieder runter zu unserer Butze und dann können wir eigentlich fast mit dem Breeden beginnen. Dann sollten wir alles, was wir an Seeds haben, noch einpflanzen, damit wir zu Brot kommen. Und dann könnten wir eigentlich auch den... Ja, sobald wir einen kleinen Villager haben, ein Villager-Baby, könnten wir damit beginnen, die auf unserem Feld arbeiten zu lassen. Es ist zwar jetzt Winter und es wird nicht viel wachsen, aber nichtsdestotrotz, er würde beginnen, dann das Feld, also die Karotten zu ernten. Da hoffe ich ja, dass im Herbst wirklich was weitergegangen ist noch. Und er würde die Karotten dann auch neu ansetzen. Und dann würde der sich zumindest mal um unsere Felder kümmern. Dann hätten wir schon mal eine Aufgabe weniger. Ein Stückchen müssen wir noch rauf. Und währenddessen können wir dann ja weiter breeden, beziehungsweise könnten wir dann... Ja, als allererstes müssen wir mal den Unterschlupf für unsere Harvester, nenne ich sie mal, fertig kriegen. Und dann können wir drüber reden, den ersten Villager reinzusetzen. Vor allem, was wir dann noch bedenken müssen, ist, wir brauchen noch einen Zombie, der uns dann in der finalen Farm mit den drei Villagern in der Mitte den Iron Golem triggert.